Moin Freunde, wir haben euch im letzten Video versprochen mit dem Ranger, dass wir zeigen, wie scheiße der zu waschen ist. Warum müssen wir den waschen? Ich blende es euch ein. Die Karre ist wirklich richtig dreckig. Wir werden das Ganze waschen. Schwierigkeit heute ist, wir sind nicht in Bielefeld bei mir zu Hause. Das heißt, ich habe nicht so viele Waschsachen dabei. Ich bin da normalerweise sehr pingelig, was sauberen Eimer angeht, saubere Lappen. Wir werden jetzt alles hier von der Waschbox verwenden müssen. Wir haben ausschließlich Felgenreiniger, Felgenbürste, einen kleinen Pinsel und ein Trockentuch. Ich zeige euch das Ganze, kommt einfach mal mit. Wir haben ein paar Sachen dabei. Wir haben einmal einen Felgenreiniger, dann haben wir noch einen Quick Detailer, der ist jetzt aber für diese Zwecke eigentlich unnötig. Ein Trockentuch für nachher und wir haben noch eine Felgenbürste und das muss reichen. Das heißt, keinen richtigen Lappen, gar nichts. Abgesehen von uns zwei vielleicht. Ich zieh mir mal noch eben eine Regenjacke an und pack mir die Actioncam mit dem Brustgurt rum. Dann könnt ihr auch noch mal meine POV von der ganzen Wäsche sehen. Wie gesagt, wir werden das Ganze jetzt hier mit den Mitteln der Waschbox waschen. Und warum ist der Ranger so scheiße zu waschen? Ganz einfach, Waschstraße ist nicht möglich, würde ich aber wahrscheinlich sonst eh nicht nutzen, einfach um den Lack zu schonen. Das Auto ist aber verdammt groß und da sind wir auch schon beim ersten Problem. Man kommt überall scheiße dran, vor allem wenn der so dreckig ist wie jetzt, versaust du dir halt gefühlt die ganze Kleidung, während du den wäschst. Dementsprechend, ja, gucken wir mal, wie wir das heute schaffen, weil so dreckig wie der jetzt ist, war der tatsächlich noch nie. Ich bin natürlich irgendwie kein Aufbereiter oder sonst was. Ich habe einfach mir über die Jahre so ein bisschen was ausprobiert und das funktioniert für mich am besten. Wir fangen an mit Schritt 1 und zwar dem Felgenreiniger. Wir sprühen damit ordentlich die Felgen ein. Die sind schon sehr dreckig. Du kannst mal einmal zeigen, wir sind halt ordentlich durch Matsch und Schlamm geballert. Wir ballern hier jetzt was drauf. Da sage ich auch ganz ehrlich, viel hilft viel. Gerade wenn das so verschmutzt ist, haut da lieber ein bisschen mehr Felgenreiniger drauf. Das schadet nicht. So, Felgenreiniger ist drauf. Das ganze Ding muss relativ lange einwirken, beziehungsweise macht halt Sinn. Man sieht ja dann an den Verfärbungen von dem Teil, wie das quasi wirkt. Was wir jetzt als zweiten Step machen, wir nutzen den Powerschaum, wird es wahrscheinlich hier heißen. Das ist einfach ein Vorreiniger. Damit werden wir das ganze Auto bedecken, damit da auch das Ganze nochmal einwirken kann. Und dann fangen wir quasi an, die Felgen zu reinigen, während der restliche Lack oder die restlichen Schmutzpartikel auf dem Lack quasi gelöst werden. Ich werde hier beim Powerschaum direkt mal 2 Euro reinknallen, weil das ist wirklich eigentlich so der wichtigste Schritt. Macht da auch jetzt keine Vorwäsche, das ist einfach nur Geldverschwendung, wenn ihr jetzt schon mit dem Hochdruckreiniger drüber geht. Haut euch erstmal den Schaum drauf, lasst ihn gut einwirken, weil viele Sachen wiederholen sich sonst einfach. Ne? Hier haben wir nur 4 Schritte, bei manchen Waschboxen hast du 8 Schritte oder so. Und teilweise sind manche Punkte einfach genau das gleiche im Hintergrund. Ne? Dementsprechend Moneten rein, Powerschaum wählen. Und jetzt gehst du am besten ein bisschen zurück, weil sonst wirst du gleich komplett eingesaugt sein. I spend my whole life in the rain. I spend my money on the drugs. Sips and alcohol in mugs. Was ich krass finde, ich habe auf der Motorhaube vor 2 Tagen oder so diesen Keramik-Schnellreiniger verwendet, den ich auch dabei habe. Und ich finde es krass, wie das abperlt. Also wenn man das vergleicht, ich habe den nur auf der Haube verwendet. Im Vergleich zu den Kotflügeln oder so, ist schon krass eigentlich, ne? Also mein Bike ist ja Keramik versiegelt und das ist schon heftig, aber auch so finde ich nicht schlecht. Während der Rest jetzt einwirkt, machen wir schon mal eine grobe Felgenreinigung. Ich mache es nicht so, dass ich die Felge jetzt vorher absprühe, sondern ich reinige die direkt mit dem Felgenreiniger zusammen. Es gibt mit Sicherheit bessere Methoden, wenn man jetzt irgendwie noch einen Eimer hat mit Lappen oder so und dann halt da 2-Eimer-Prinzip macht, aber das haben wir jetzt hier nicht, deswegen müssen wir mit dem arbeiten, was wir haben. Da sind die Felgen ja eigentlich nice, also die sind jetzt echt nicht so beschissen zu waschen. Das Gute an so einer Bürste hier ist, ihr macht keine Kratzer, das ist schöne Mikrofaserbeschichtung, kommt überall gut rein. Jeder kennt es, wenn man irgendwie in die Waschanlage fährt oder was weiß ich was. Felgen werden halt nie richtig sauber. Hiermit halt schon, das werden wir am Ende sehen. Klar, bei so einem extremen Verschmutzungsgrad, wie wir den jetzt hatten, kriegen wir das wahrscheinlich auch so jetzt nicht 110% sauber von innen. Aber gut, das ist jetzt schon, glaube ich, relativ gut. Wir haben vorhin noch über diese Powerschaum-Geschichte gesprochen. Da meinte ich, dass bei uns in Bielefeld, bei der Waschbox, wo ich jetzt immer wasche, das echt geil ist, weil der Schaum halt so eine Konsistenz hat, dass der wirklich am Auto haften bleibt. Hier merkt man, dass die Inhaber ein bisschen vielleicht am Schaum sparen bzw. mehr Wasser zugeben, weil es sehr flüssig ist und nicht wirklich am Auto haftet. Du somit einfach mehr benutzen musst und das halt natürlich nicht so gut einwirken kann. Naja, aber so wird halt überall gespart, ne? Es ist halt wie es ist. Was willst du machen? Felgen sind, sage ich mal, grob vorgereinigt jetzt. Wir werden jetzt die erste Hochdruckwäsche machen. Wie man jetzt hier an dem Ding sieht, es ist wirklich von der Qualität her kein guter Schaum. Viel zu viel Wasser drin. Alles läuft runter, nichts bleibt hängen. Das wird man auch am Waschergebnis natürlich sehen. Beziehungsweise man hat einfach, sag ich mal, mehr Arbeit. Aber es nützt nichts. Wir fangen an
wenn den Porsche auch wahrscheinlich gleich dann nochmal verwenden müssen. Aber es ist, wie es ist. Dementsprechend jetzt Part 2 Hochdruckwäsche. Das heißt, herkömmlicher Hochdruckreiniger mit ein bisschen Reiniger beigemixt. Mach zuerst die Felgen, weil der Reiniger sollte jetzt auch nicht zu lange da drauf sein. Nachdem wir die Felgen gemacht haben, immer von oben nach unten waschen. Jetzt müssen wir nochmal nachtanken hier. Wie viel hast du reingeworfen? 2 Euro. Echt? Das ja. 2 Euro? Ja. Das geht herbe schnell, Alter. Ja, wir brauchen aber auch herbe lange, ne? Bei so einem Auto und dem Verschmutzungsgrad normalerweise. Normalerweise geht es schneller? Naja. Also so mein Fiesta, den wasche ich dir mit 7 Euro. So, jetzt haben wir eigentlich gut vorgereinigt. Also das sind eigentlich so die beiden wichtigen Steps, würde ich sagen. Einmal ordentlich einwirken lassen, ordentlich Hochdruck, damit wir halt nicht diese ganzen Dreckpartikel so verreiben. Was ich jetzt mache, jetzt haben wir natürlich keinen Eimer oder sonst was. Das heißt, wir werden halt diese Schaumbürste verwenden müssen. Guckt euch die Schaumbürste vorher einmal an. Nicht, dass irgendwie Steinchen oder so drin sind. Das ist wichtig, sonst verkratzt ihr euch den ganzen Lack. Und was ich halt mache, anstatt jetzt da gefühlte 10 Euro reinzuschmeißen, dass immer wieder Schaum aus dieser Bürste kommt, weil das wird jetzt nicht lange dauern, mache ich es so, dass wir nochmal den Powerschaum nehmen, einmal das Ganze einschamponieren, dass überall Shampoo ist, und dann packen wir da gar kein Geld mehr rein und nehmen die Bürste einfach so, wie sie ist. Liegt eh im Nassen, also von dem her ist es kein Problem. Hier sieht man jetzt schon, was ich meine mit, das Ding in eine Scheiße zu waschen. Kommst hier halt nicht dran, Alter, und ich bin halt schon 1,88 Meter, ne? Ich sehe halt gar nichts, also ich wasche halt blind. Also wenn man das vergleicht, so Zeitaufwand mit einem normalen Auto, würde ich schon sagen, ja, mindestens die doppelte Zeit, weil ihr habt einfach übelst viel Fläche und das Auto ist so krass verwinkelt und verschachtelt, das denkt man gar nicht. Ich sag ehrlich, mir macht es auch ein bisschen Spaß. Also gerade, weil man dann am Ende halt auch geiles Endergebnis sieht und so, finde ich das schon eigentlich irgendwie auch, dann das bockt halt auch, ne? Das Einzige, was hier voll scheiße ist, die ganze Zeit diese Scheiße hier im Nacken zu haben, ey. Wie wascht ihr eure Autos? Wascht ihr von Hand? Wascht ihr in der Waschanlage? Das wäre mal interessant für mich zu wissen. Auch interessant für mich zu wissen wäre, wie oft wascht ihr eure Autos? Also es gibt ja welche, die sind da wirklich ultra pingelig. Da ist ja, vergeht ja keine halbe Woche, ohne dass das Auto gewaschen wird. Finde ich dann schon ein bisschen auch zwanghaft, muss ich sagen. Aber gut, jeder wie er Bock hat, ne? Ich meine, in Deutschland, ob sich das so lohnt halt, so oft das Auto zu waschen, sei mal dahingestellt. Aber schreibt es mal in die Kommentare, wie oft wascht ihr? Wie wascht ihr? Und verschont mich mit euren Kommentaren mit, so wie du wäscht, wäscht man nicht. Weil das ist mir eigentlich scheißegal. Also der schlimmste Part ist jetzt erledigt. Jetzt nochmal kurz zu der Bürste. Warum ich sage, guckt euch diese Bürste vorher an. Wenn man sich das jetzt anschaut, ich habe damit gerade am Ende noch die Rathauskästen gemacht, die ist komplett voller Sand. Wenn ihr die Bürste jetzt nehmt und die bei euch auf den Lack draufhaut, dann könnt ihr danach schon mal direkt zum nächsten Aufbereiter fahren und für 1000 Euro eine Komplettpolitur kaufen. Deswegen immer das Ding anschauen und zur Not legt ihr euch das auf den Boden, nehmt den Hochdruckreiniger und macht es mit dem Hochdruckreiniger sauber. Dann könnt ihr die Dinger auch verwenden halt. Ne? Nicht eure Felgenbürste hier drin vergessen. Könnt ihr auch hier an dem Dingen sauber machen. So, das ist immer die Scheiße. Wo packt man die jetzt hin? Das Gute ist, wir haben Ranger, also einfach auf die Ladefläche. So, was wir jetzt noch machen müssen, ist das Ganze abzuspülen. Da gibt es jetzt wieder mehrere Optionen. Wir gucken mal. Ist bei dieser Waschanlage sehr fair gelöst. Also sehr, sehr viele haben hier jetzt ganz viele Punkte und haben dann noch solche Scheiße wie Nachspülen, Glanzspülen, Klarspülen und das ist eigentlich alles das Gleiche. Deswegen, wir nehmen jetzt einfach fleckenfrei mit Perleffekt. Das ist dann wahrscheinlich emalisiertes Wasser, nennt man es, glaube ich. Also quasi, oder demineralisiertes Wasser. Das gibt einfach keine Kalkflecken, einfach gesagt. Das nehmen wir, das jetzt nochmal ordentlich und gründlich machen und dann können wir die Karre abtrocknen und sind eigentlich durch. Das war's. Jetzt haben wir jetzt mal noch ein bisschen Zeit über, aber scheiß drauf. Aber scheiße! Also, wir haben die grundsätzliche Wäsche jetzt abgeschlossen. Der 0815 Dulli würde jetzt nach Hause fahren. Punkt für mich, der ganz wichtig ist, das Fahrzeug vernünftig abzutrocknen. Selbst wenn ihr demineralisiertes Wasser habt, meistens ist es nicht so gut, dass es trotzdem kalkfrei trocknet. Besonders wenn ihr ein schwarzes Auto habt. Ich muss mal kurz gucken, wo ich mein Trockentuch habe. Es gibt da so schöne Trockentücher, keine Ahnung von welcher Marke das ist. Wenn ihr Trockentuch bei Amazon eingibt für Auto, werdet ihr das finden. Die sind halt so ultra saugkräftig und mit den Dingern kriegt man das gut trocken. Ultra saugkräftig. Da kenne ich auch noch andere Sachen. Ich zeige euch das mal, wir trocknen das ganze Ding ab. Ich mache wieder die POV-Perspektive an, weil das ist natürlich jetzt auch nochmal schwierig, weil wenn ihr das ganz trocken haben wollt, dann müsst ihr natürlich überall dran kommen. Und da das Ding riesig ist, besteht darin halt auch wieder die Schwierigkeit.
Ich mache das Ganze immer so. Halt mal einmal kurz, nicht, dass es hier ablegen muss. Ich mache die Ladefläche immer erstmal auf. Weil gerade beim Trocknen ganz wichtig, das darf niemals auf den Boden kommen oder sonst was. Und ihr müsst immer oben anfangen, weil wenn ihr jetzt unten trocknet und am Ende das Dach macht, bringt das gar nichts halt. Ne? Das Schöne bei dem Ding ist, das kennt man vielleicht irgendwie von so Videos oder so, könnt das einfach hier drauflegen, zieht das drüber und es ist halt komplett trocken. Ne? Das ist halt schon richtig geil. Und das muss ich sagen, macht halt auch wieder Bock. Auch wichtig hier hinten, Heckscheiben nicht vergessen, sonst ärgert ihr euch nachher, wenn ihr in den Rückspiegel guckt. Aber es ist krass, wie dieses Tuch das Wasser aufnimmt, ne? Geht echt gut, ja. Also ich finde das richtig heftig. Weil wenn man das mal so kennt mit irgendwie früher noch so mit einem alten Leder oder so, wie man das so früher noch gemacht hat. Das war immer so eine Scheiße, dann dieses Leder auszubringen und du hattest eigentlich immer nur überall Streifen. Und mit diesen Tüchern hier, das ist wirklich richtig nice. Und du hast halt nachher echt ein Auto da stehen, was halt dann so aussieht, als wurde es gar nicht gerade gewaschen, sondern irgendwie so vor ein paar Stunden. Also kann ich wirklich empfehlen. Ist jetzt auch nicht so teuer, so ein Tuch, glaube ich. Also lass mal 20 Euro oder so kosten. Finde ich völlig in Ordnung für die Arbeitserleichterung, die man damit hat. Hier, das ist ja so dieser typische Effekt, den man so aus diesen TikTok-Videos kennt, ne? Hier so dieses so. Das ist natürlich noch krasser bei komplett keramikversiegelten Autos, ne? Aber finde ich so auch schon echt geil eigentlich. Aber ich muss echt sagen, hier dieser Keramikversiegler-Schnellreiniger von Sonax, also jetzt keine bezahlte Werbung oder so, aber schon richtig krass. Also die Haube war echt krass versiegelt. Ich hätte das nicht erwartet. Ich bin echt am Überlegen, ob wir mal irgendwann mal das ganze Auto einfach mit diesem Schnellreiniger einmal reinigen oder versiegeln, besser gesagt. Ich glaube, das könnte ziemlich nice werden. Die ganze Karre ist abgetrocknet. Anfängerfehler vermeiden. Und denkt dran, dass ihr die Türeinstiege trocken macht. Sonst fahrt ihr nach Hause, steigt aus und dann ärgert ihr euch, dass überall das Wasser rausgelaufen ist und dass es einfach dann scheiße trocknet und nicht gut aussieht halt. Ne? Deswegen einfach alle Türen einmal aufmachen, kurz hier durchgehen, sieht einfach besser aus. Und da zweiter Anfängerfehler, wenn ihr den Türeinstieg sauber gemacht habt, macht auch die Tür, weil sonst macht ihr die Tür zu und dann ist alles wieder nass. So, wir sind durch, die Karre ist wieder sauber. Wie lange hat das jetzt gedauert? Ich schaue mal auf die Uhr. Etwas über eine Stunde. Ja. Etwas über eine Stunde und wir haben keine eigenen Sachen gehabt. Das heißt, wenn du es jetzt wirklich mit zwei Eimer-Prinzip machst oder so, dauert es nochmal länger. Ist schon sehr aufwendig. Kosten für das Ganze haben wir jetzt bezahlt 11 Euro, glaube ich. Wenn ihr jetzt bei einer anderen Waschbox seid, wo es mehr Steps gibt und ihr alles macht, da kommt ihr bei so einer Wäsche, wie wir die gemacht haben, über 20 Euro. Das heißt, spart euch manche Schritte, macht das vom Grundablauf her so, dann spart ihr euch Geld. Für einen kleinen Wagen seid ihr damit 7 Euro dabei und 7 Euro für Autowaschen, dafür 100% finde ich in Ordnung. Ne? Das ist das Endergebnis. Dafür, dass er wirklich so dreckig war, finde ich, sieht es echt gut aus. Also haben wir gut hingekriegt. Und ja, ich hoffe, das Video war irgendwie interessant. Wir sind natürlich hier keine Aufbereiter oder so, aber es war ja versprochen. Wer Sachen dreckig macht, muss sie auch wieder sauber machen. Ich wünsche euch noch einen geilen Tag. Lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Sagt mir, wie oft ihr euer Auto wascht und vor allem, wie ihr es wascht. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Macht's gut, bleibt stabil. Wir wollen heute einfach mal ein Video machen, wo ich euch so ein kleines Langzeit-Fazit gebe zu meinem Ranger. Wildtrak ist jetzt die aktuellste Generation. Habt ihr euch schon mal gefragt, ob so ein Pickup in Deutschland wirklich Sinn macht oder ob das einfach absolut überdimensionierte, unnötige Autos sind? Wir fahren ein bisschen Offroad, Onroad und ich sage euch, was mir an dem Ding gefällt und was mir nicht gefällt. Ich finde eigentlich, der hat wirklich eine optimale Traktion. Ich denke, das ist auch für das Gimbal jetzt gar kein Problem.